Hallihallo, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Valentin naht und deswegen gibt es heute einen ganz tollen Valentinsstrauß in Herzform. So, ich habe wunderschöne Rosen mitgebracht. Diese Rosen, das ist eine rote Rose, die hat eine ganz tolle Öffnung und ich habe auch die meisten schon, weil ich möchte euch ja im Video nicht langweilen. Und ich habe die meisten auch schon geputzt und wie man hier sieht, die haben also so richtig tolle Dornen, ja, die wehren sich. Und ja, wir haben ja manchmal auch, wie man das alles so vorbereitet. Das Rosenlaub, wenn ich die im Strauß binde, mache ich einfach viel Rosenlaub ab, weil das Rosenlaub nimmt dem Kopf Kraft. Und ich kann die relativ einfach putzen, indem ich die so, ich habe immer ja meine Schürze an, indem ich die gegen die Schürze so anstelle. Und den Anschnitt machen wir Floristen immer mit einem Floristenmesser, machen so einen schönen schrägen Anschnitt. Und das ist dann die beste Art, die Rosen zu putzen. Und ich würde auch, wenn ich einen Strauß binde, viele Blätter abmachen. Ich persönlich mache auch viele Blätter ab, wenn ich die Rose in die Vase stelle. Weil ich mache dann lieber ein anderes Grün dazu und nehme der Rose die Blätter, damit diese Rosenkopf länger knackig bleibt. Weil manchmal sind die Rosen schlapp und dann mache ich einfach ein paar Blätter ab. Und man kann die auch nochmal so schön eng in Zeitungspapier einpacken, in lauwarmes Wasser stellen. Und dann stellen sich die Köpfe oft nur dadurch, dass ich die Blätter wegnehme. Und ich kann ja auch als Blätter entweder hier so einen schönen Salal oder sowas dazu machen. Also die Rosen sind auch total schön in der Vase, wenn ich ein anderes Grün dazu mache. Das muss nicht das Rosenlaub sein. Aber es gibt heute einen Herzstrauß. Und ich habe schon wieder so schöne Ideen gehabt. Ich war einkaufen und ich habe hier Schachtelhalm. Und ich habe zuerst überlegt, ob ich aus Birke oder so das Herz mache, also diese Herzform für den Strauß. Aber das ist eigentlich viel zu langweilig, fand ich dann. Oder nein, zu dunkel, nicht zu langweilig, ich muss mich korrigieren. Und ich fand es sehr schön, diesen Schachtelhalm. Und damit ich den in Herzform bekomme, brauche ich grün lackierten Steckdraht. Den bekommst du wie immer bei Floristik24. Und der Schachtelhalm, der hat hier wie so ein Bambus so kleine Knotenstellen. Schachtelhalm ist aber im Gegensatz zu Bambus weich und flexibel. Und ich möchte den Schachtelhalm aber biegen. Und damit ich den biegen kann, so, jetzt gucke ich mir das mal an. Damit ich den biegen kann, habe ich einfach einen Draht reingemacht. So, und jetzt gucke ich mir das mal an, wie weit geht der Draht bis hier. Okay, und mein Gedanke vor dem Video war, ich möchte gern den Schachtelhalm in Herzform biegen. So ähnlich. Das ist jetzt schon mal ein halbes Herz. Und beim Schachtelhalm ist das Schöne, ich kann also den Draht, den kann ich durch diese... Ja, das sind ja wie so Zwischenböden, ja, oder weiß nicht genau, wie man das nennt. Also da kann ich den Draht auch schön einfach durchstechen. Und ich möchte natürlich auch ein schönes Herz. Deswegen möchte ich nicht nur zwei, drei Schachtel haben, sondern ich mache da schon ein bisschen was rein. So, ich bin allein im Laden, damit wir in Ruhe filmen können, aber Telefon gibt es leider auch. Klaus, da, guten Tag, ich spreche mit Margit Schlag. So ein Herz kann man natürlich aus ganz vielen schönen Materialien machen. Und ich finde es besonders schön, wenn das aus Natur ist. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, ich finde Kontrast immer ganz gut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es zum Beispiel, wenn das aus Birke oder aus so einer schönen hellen Weide gemacht ist, und dass es sich einfach schön abhebt von den Rosen.
So, ich nehme jetzt drei Schachtelhalme und ich habe auch der Steckdraht sollte nicht zu kurz sein, ja, sonst wird natürlich dein Herz kleiner. Ist eigentlich logisch. So. Also, ich habe drei Schachtelhalme auf jeder Seite. Und jetzt habe ich hier schon den Anfang von meinem Herz. Habe ich auch noch nie auf die Art und Weise gemacht, aber für euch kommen mir immer ganz viele Ideen. Und das war jetzt einfach so eine schöne Idee fürs Video. Ich habe einen roten Myrtendraht genommen, um das Herz oben zu verbinden. Und das Schöne ist auch immer, ich finde, Draht ist immer so ein schönes Schmuckelement, dass man da, dann ist die Drahtstelle, kann man ruhig auch ein bisschen breiter wickeln. Ja, wenn man Muße hat, ja, da kann ich auch hergehen und kann das nochmal ein paar mehr Umdrehungen. Und dann sieht es natürlich sehr, sehr schön aus, wenn der Draht, ja, so als Deko-Element, ja, Draht ist, schöne Drähte sind was ganz Tolles. Ich liebe Drähte. Ich erzähle immer wieder davon. Aber es ist nun mal die Basis unserer Arbeit, ist das Arbeitsmaterial. Das ist so. Eine Drahtschere braucht man auch immer. Und jetzt bestimme ich natürlich die Größe von meinem Herz, von meinem Strauß. Und also je größer ich das Herz mache, desto mehr Rosen brauche ich, ist klar. Selbstredend. Und jetzt gucke ich mal. Also ich habe die Drähte gehen, meine Drähte gehen wahrscheinlich genau bis hier rein. Und ich gehe einfach her und wickle, ja, wickle meine Spitze vom Herz einfach zusammen. Und schon habe ich mir eine wunderschöne kleine Unterlage gebaut, in die ich meine Rosen reinbinden kann. So, das Ganze wird wieder mit der Draht abgeschnitten. Ach, naja, nee, ist ja immer gut, wenn ich wieder was ein bisschen anders mache. Und zwar, ich lasse den Draht doch. Lass den doch noch dran und ich nehme einen etwas festeren Draht noch. Ich würde gern den Auslauf von dem Herz, das zeige ich auch gleich, den würde ich gern noch formen. Ja, ich finde es nämlich immer sehr, sehr schön. Dazu brauche ich noch mal zumindest in einem Schachtelhalm, der ist natürlich an der Spitze jetzt ziemlich dünn, aber doch, es geht rein, muss ich natürlich den Draht noch mal reinmachen. Umwickel dieses Ende von dem Schachtelhalm mit meinem Myrtendraht. Hab innen, ja, Draht, 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 gell? Ich habe innen einen Steckdraht gemacht, einen dickeren. Das war bestimmt ein 12er Steckdraht, grün lackiert. Ich muss das alles nochmal in die Videobeschreibung machen. Und das ist jetzt ein roter Myrtendraht, mit dem ich diesen Herzauslauf gewickelt habe. Und jetzt kommt natürlich noch der Clou. Das heißt, ich kann dann auch noch mal diesen Auslauf so ein bisschen schwingen lassen. So. Und kann das einfach so schön, kann das noch mal so rauslaufen lassen im Strauß. Und damit ich dieses Herz natürlich jetzt in den Strauß reinmachen kann, da brauche ich jetzt auch noch mal Da brauche ich jetzt natürlich auch noch mal Draht zum Fixieren. Muss erstmal kurz meinen Tisch aufräumen, sonst habe ich hier so ein Chaos und blicke überhaupt nicht mehr durch. So, erstmal alles wieder wegräumen. Und um dieses Herz in meinen Strauß reinzubinden, muss ich jetzt an drei Stellen dieses Herzgerüst fixieren. Ja, sonst habe ich ja keine Fixpunkte, wo ich mit denen ich dieses Drahtherz ja, reinbinden kann. Ich nehme den Steckdraht, drehe nochmal so in langsam, ja, drehe, also wickle den
um meine Schachtelhalmbasis. Und ich lege das immer auf den Tisch und dann drehe ich, ihr könnt ja das Video immer in Ruhe vor- und zurückspulen, wenn ihr euch nochmal überlegt, wie das geht. So, und baue mir mit den Steckdrähten einen Griff für das Herz. Ja, dann, das heißt, ich habe jetzt das Herz in der Hand. Cool, gell? Und jetzt geht es eigentlich erst los mit den Rosen. Jetzt wird es eigentlich erst spannend mit dem Strauß, weil jetzt kommt mein Rosenstrauß mit meinen frisch geputzten Rosen. Grün habe ich mir auch schon geputzt, damit ich das jetzt auch zügig machen kann. Und ihr seht, trotz dass ich die Rosen schon geputzt habe, mache ich nochmal grün ab und mache nochmal die, ja, nehme denen natürlich nochmal ein bisschen was weg. Jetzt ist eine Sache sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, man kann hier schönes Grün in diese Herzbasis reinmachen, aber wenn das Grün zu hoch ist, dann sehe ich das Herz nicht mehr. Das heißt, das muss jetzt auf jeden Fall so tief sein, und wenn man das jetzt erstmal steckt, dann ömmelt es auch ein bisschen rum, das ist völlig normal. Aber das Grün muss jetzt so tief sein, dass ich meinen Schachtelhalm, ja, ich kann ruhig auch schon mal eine Rose dazwischen setzen. Und auch hier in diesem Strauß gilt, es muss alles in der Spirale eingefügt werden. Ja, die Rosen, also alles, die Stiele nicht kreuz und quer. Bei so festen Stielen wie Rosenstielen ist das Risiko jetzt nicht so groß, dass die abgequetscht werden. Aber trotzdem. Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig von der Technik her. Wenn die Stiele weich wären und ich würde die kreuz und quer einfügen, dann würde ich diese Stiele einfach abdrücken. Ja, das ist natürlich dann nicht so zweckdienlich. Ich muss bei den grünen Stielen schon relativ viel an Blättern immer abmachen. Und es erfordert natürlich ein bisschen Geschick und Übung, dass man jetzt die Stiele im passenden Winkel in diesen Strauß einfügt und anlegt. Ah, die Kameraführung ist heute wieder sensationell. Großes Lob und Anerkennung. Das ist super, dass man das auch sieht, wie das unten in meiner Hand aussieht. Wenn hier ein Blättchen von dem Efeu hochsteht oder so rausragt, das zupfe ich dann auch ab, weil ich möchte ganz bewusst, und hier sehe ich zum Beispiel auch, da geht die Pistazie, läuft ein bisschen raus, ich möchte ganz bewusst die Schachtelhalmumrandung von diesem Strauß sehen. Und was dann natürlich auch sehr hübsch wäre, zu Valentin ist ja rot und rosa. Ich mache noch ein paar rosafarbene Röschen mit rein. Finde ich auch sehr, sehr dekorativ und sehr gelungen in dieser Gestaltung. Ja, gefällt mir auch gut. Es gibt so Sachen, die entscheide ich dann immer spontan im Video. Die plane ich. Ich plane schon, ja. Ich plane tatsächlich, überlege mir dann am Vortag, welche Ideen möchte ich zeigen. Aber es gibt dann auch so Sachen, die ich im Video dann spontan entscheide. Und wenn ich was passend finde oder nicht so passend, dann ändere ich einfach mal kurz meine Entscheidung während des Drehens. Und dann kommen auch manchmal auch bei mir Ergebnisse raus, die ich zuvor nicht so geplant hatte. Aber das macht nichts. Das ist auch Handarbeit. Und Handarbeit ist, dass jedes Stück anders aussieht. Jedes Stück ist ein Unikat. Und das muss auch einfach wachsen. Es gibt bei Herzen so eine kleine Besonderheit. Ich mag es nicht, wenn in einem Herz das Dekolleté mit Blumen so stark bestückt wird. Und deswegen mache ich jetzt die roten Rosen. Die sind jetzt eher links und rechts.
Und in diesem sogenannten Dekolleté setze ich die rosane Rose extra ein bisschen tiefer. Und ich hätte gerne so einen schönen guten Tag. Ich bin sofort bei Ihnen. Ah, oh ja, okay, alles klar. Ja, dann bis Samstag. Ja, tschüss. Tschüss. So, und fertig ist eigentlich schon unser Strauß in Herzform. Der Strauß von unten hat jetzt natürlich noch keinen schönen Abschluss. Und um hier einen entsprechenden Abschluss zu machen, ich finde es immer schöner, wenn man in den Strauß von unten reinschaut. So, wenn man den von unten sieht. Wenn der abgedeckt ist und ich decke das einfach nur mit wenigen Blättern ab. Ich mache auch, wenn die Efeublätter hier so rausstehen, ich mache die noch raus, weil ich möchte meine schöne Schachtel haben, Umrandung, die möchte ich auf jeden Fall sehen. Falls du die noch mehr betonen willst, dann kannst du auch mit Heißkleber fixiert noch so ein rotes Band locker drüber laufen lassen. Ich finde es persönlich mit Natur schöner und ich würde kein rotes Band, weil ich finde die roten Rosen, die brauchen auch nicht so viel Konkurrenz. Ich finde es natürlich auch schöner, wenn das dann mit den roten Rosen so gemacht ist. Und es gibt übrigens noch viel mehr. Heute ist trotz Videodrehen der Teufel los, sorry. Kleinen Augenblick. Also es gibt noch viele, viele schöne Valentins-Videos und ich habe auch in anderen Videos gezeigt, wie man eine rote Rose ganz toll bindet mit einem wunderschönen Effekt. Ich blende dazu auch nochmal die Video-Links ein, die kommen in den Infocards oben und da zeige ich also super Ideen und der Valentinstag ist ja jetzt eine Woche noch und dann kann man auch seine Liebsten mit einer schönen Überraschung beglücken. Und da gibt es dann also zahlreiche Ideen, nicht nur den klassischen Rosenstrauß oder ein gestecktes Herz. So, also wichtig ist auch beim Anschnitt, hier sind jetzt natürlich auch Drähte, dass die Drähte mit einer Drahtschere angeschnitten werden. Und wir haben uns gerade kurz hier in der Pause drüber unterhalten, ob dieser Auslauf von dem Herz, ob der jetzt hier so gezackt gemacht wird oder ob der dann gerade einfach runterläuft. Das ist in der Tat Geschmackssache. Das kann man natürlich machen, wie man das will. Und wir waren jetzt auch geteilter Meinung. Aber es ist ja auch wunderschön, dass die Geschmäcker verschieden sind. Ja, man kann das also einfach so runterlaufen lassen. So, nicht, dass es so über den Tisch läuft sozusagen. Ja, kann man ja auch. Dann hat es so einen kleinen Auslauf. Das war für heute meine Idee für Valentin. Freut mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und bis bald, eure Margit. Tschüss!